Und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo. Ja Leute, wer erkennt ihn? Richtig, ich habe hier den Vipper 3 von Pyro Trade für euch. Aber heute in der 2019er Black Powder Edition, also Schwarzpulver Edition. Ja, der Böller ist ganz einfach angelehnt an seine Konkurrenz. Den Namen brauchen wir hier nicht mehr erwähnen. Ich meine, wahrscheinlich wollte Pyro Trade auch weg von diesem langweiligen schwarzen Layout der Verpackung. Und dieses rote Label war einfach auch nicht aussagekräftig. Das lässt sich wahrscheinlich besser verkaufen, sieht auch schicker aus. Wir werden mal sehen, was das Ding taugt. Am Böller selber dürfte sich nicht viel verändert haben. 5 Böller sind drinne, a 3 Gramm, 15 Gramm NEM insgesamt. Sieht so aber echt ganz schick aus, auch sauber verbaut auf den ersten Blick. Wir gucken gleich nochmal rein. Ja, testen wollen wir ihn trotzdem gegen einen anderen Böller, und zwar gegen den Thundercrackers D von Catan mit 3,6 Gramm, damit wir mal einen Anhaltspunkt haben, was der Vipper kann. Ich hatte den Vipper 5 ja schon auf meinem Kanal und einige sagen, der Vipper 3 ist stärker. Kann ich mir bei 2 Gramm Unterschied irgendwo nicht vorstellen. Aber vielleicht jetzt durch die neue Bauweise, dass der ein bisschen was vom Hocker reißen kann. Ja, Freunde, und gucken wir nochmal ganz kurz rein. Bautechnisch angelehnt, wie gesagt, an die anderen Kanonenschläge, an die bekannten, wenn man die Dinger überhaupt Kanonenschläge nennen kann. Aber die Bezeichnung wäre normalerweise halt korrekt. Ja, die Füllung befindet sich im vorderen Bereich, also die ersten 5 cm hinten von der Hülse sind ungefüllt. Dann kommt erst die Tonfüllung, auch vorne mit Ton gefüllt und mit Kleber, mit einer Klebermischung so ein bisschen fixiert, dass es nicht rausbröselt. So, aufbautechnisch ist das Ding okay. Und jetzt hören wir uns an, was das Teil kann. Der war schon wesentlich lauter wie der erste. Jetzt machen wir mal den Catan als Vergleich. Ja, der Catan dumpfer, aber von der Lautstärke her so ziemlich gleich. So, zuerst den Vipper. Ja, schauen wir mal. Catan zum Vergleich. Ja, also der Catan mit seinen 3,6 Gramm dann doch lauter. Und den Vipper 3. Das war der härteste von allen. Erstaunlich. Mal gegen den Catan. Ja, alter Lachs. Auch da wieder der Catan stärker. Obwohl der Vipper jetzt nicht schlecht war. So, und noch ein letzter Vergleich. Zuerst den Vipper. Der war gut. Catan hinterher. Ja, alter Lachs, okay. Sorry, Vipper. Aber auch gegen den Catan mit 3,6 Gramm. Keine Chance. Ja, das war also der Vipper 3. Kein schlechter Böller. Wie wir gesehen haben, kann er problemlos mit einem hochwertigen D-Böller mithalten. So ein bis zwei Pakete zum Testen. Vollkommen in Ordnung, doch für 3,50 Euro bis 4 Euro, ja, da kriege ich auch schon eine Packung Honey Badger mit der doppelten NEM.